Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudins, zur nächsten Folge der FIFA 17 Karriere mit OGC Nizza mit eurem Cristiano Taldo. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Likes in der letzten Folge. Vielleicht schaffen wir es ja wieder über 300 Likes zu kommen. Das wäre mega, mega nice von euch. Und ihr habt mir einige Kommentare geschrieben, was ich machen könnte. Und da dachte ich mir, gucken wir mal, was ich da mache. Ich habe mir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Formation zurechtgebastelt. Immer einmal die Standardtaktik von Nizza. Ich habe einmal ein 4-3-3 und ich habe mir ein 4-2-3-1 geholt. Dann habe ich mir ein paar Jugendspieler rausgesucht, die man eventuell holen könnte. Das könnte aber noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall habe ich da ein paar schon im Blickfeld. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn wir in der französischen Liga Talente suchen, die wir uns da holen. Und das ist auch das, was ich eigentlich machen möchte. Hauptsächlich junge Talente finden und die fördern. Und was ich dann noch machen möchte, ist einen Jugendstab aufbauen. Und da Spieler herauszuholen, die man sehr gut eventuell verkaufen kann. Spätestens nach einer Saison verkaufen. Und da würde es sich anbieten, 3 Monate zum Beispiel am Anfang erstmal ein paar Goalkeeper zu holen. Weil die kann man sehr, sehr, sehr schnell sehr gut trainieren. Und dann hätten wir für die nächste Saison richtig viel Asche, um dann weitere Spieler an Land zu ziehen. Das wäre so erstmal meine Idee, was wir machen könnten. Das heißt, ich zeige euch mal die Wunschspieler, ein paar, ich habe die natürlich aus den Kommentaren mir rausgeholt, kennt ihr wahrscheinlich. Wir haben einmal Mbappe Lutin, Killian, linker Flügel von AS Monaco. Einmal ganz kurz angeschaut, was der für Potenzial hat. Ein 87er Potenzial, 3 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Skillmoves, ist relativ schneller Flügelspieler. Gutes Dribbling hat er, gute Ballkontrolle und mit einem 87er Potenzial auf jeden Fall einer der Spieler, die mich auf jeden Fall sehr interessieren würden. Aktuell wert 3,1 Millionen, wie es scheint. Und da sollten wir mal gucken, ob wir den vielleicht uns holen. Das nächste wäre Jean-Kevin, wie auch immer heißt, Augustin. Der hat nur ein 81er Potenzial. Ist 3 Millionen wert, hat wieder mal Schnelligkeit, rechter Flügel und Stürmer ist er. So ein bisschen der Coman, würde ich sagen. Ein gutes Dribbling, gute Ballkontrolle, Finishing ist auch in Ordnung bei ihm. Das war bei Killian Mbappe ja nicht ganz so gut. Der hat Finishing 67, er hier hat Finishing 78. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Dann haben wir Rashica, das ist der einzige nicht aus der Ligue 1, den ich rausgesucht habe, sondern der hier müsste aus der Eredivisie sein. Vitesse, wo sind die? Vitesse ist Holland, genau, Eredivisie, genau. Der hat ein 84er Potenzial, 74er Gesamtbewertung, wäre ein rechter Flügelspieler, sehr hohe Beschleunigung, 94, Sprinten 87, Agility 88, gutes Dribbling, Ballkontrolle sehr gut und auch Finishing ist in Ordnung. Er kann rechten und linken Flügel spielen, ist 20 Jahre alt mit einem 84er Potenzial. Der sollte auf jeden Fall recht interessant für uns sein. Der nächste, seht ihr, Thomas Lemar, den habe ich hier auch auf der Liste, rechter Mittelfeldspieler, linke Mittelfeldspieler und ZOM ist er. Er hat ordentliche Movement-Werte, er hat gute Stärke auf jeden Fall. Dribbling ist sehr in Ordnung, Ballkontrolle, Crossing, Finishing, Short-Passing. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, auch Position und so weiter. Hat ein Overall von 78, Potenzial von 87. Den werden wir vermutlich nicht bekommen. Marktwert 13 Millionen. Den sollten wir uns vielleicht für die Zukunft irgendwie mal aufheben oder so. Vielleicht kann man sich den noch holen. Der wäre vielleicht gar nicht schlecht, aber den werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Ich habe halt nur 14 Millionen und hat einen Marktwert von 13. Da könnte man versuchen, vielleicht ein Tauschangebot oder so zu machen. Ich weiß es nicht. Dann hätte ich noch als letzten Spieler Alban Lafont von Toulouse. Ist es Toulouse? Ja, Toulouse FC, ne? Genau. Er ist ein Torwart, hat ein 86er Potenzial. 74er Overall und 4,4 Millionen Marktwert. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Goalkeeper mir jetzt unbedingt holen will. Also ich habe mich erstmal echt nach Jungspielern so umgeschaut, was mir auch so ein bisschen so vorgeschlagen wurde. Und ja, das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Es gibt noch viel mehr Spieler. Zum Beispiel könnte man sagen Malcolm, Felipe Silva de Oliveira hat auch sehr gute Werte, 75er Overall, 85er Potenzial,
4 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skill Moves ist nicht schlecht. Acceleration ist sehr hoch, Agility ist sehr hoch. Können wir uns mal ganz kurz angucken. Das ist die Wunschliste. Vielleicht gehe ich auch erstmal mit dem, ich weiß es nicht. Ich habe halt keine richtigen teuren oder schnellen oder guten, wie auch immer man das jetzt sagen will, Flügelspieler. Ist hier in ZOM, kann aber auch Sturm spielen. Das ich packe mir auch mal für eine Wunschliste. Zeigt großes Potenzial von Bordeaux. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann hätte ich hier noch Cornet. Linker, rechter Flügel. Ist auch nicht schlecht. Ist von welchem Verein? Olympique Lyon. Hat ein 75er Rating, 6 Millionen Marktwert. Die werden wir alle nicht sehr günstig kriegen. Das ist ja das Problem. Wir haben halt nicht sehr viel. Da ist er, 19 Jahre alt. Kann ich aber auch gerne auf die Wunschliste packen, weil sehr guter Spieler an sich. Wo man vielleicht auch gucken könnte, um irgendwann Dante zu ersetzen, wie ich finde, wäre es nicht verkehrt, wenn man auch einen jungen Innenverteidiger hat. Der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Da könnte man eventuell sogar zugreifen. Oder was ich lieber eigentlich machen würde, mit 2 Scouts oder vielleicht sogar 3 Scouts arbeiten und dann die richtig guten, jungen Talente rausholen, dass wir gar nicht so sehr Spieler einkaufen, sondern selbst Spieler züchten, ist vielleicht gar nicht ja mal so schlecht. Ist er. Auch von Toulouse, auch auf die Wunschliste. Hat, wie gesagt, 85er Potenzial, 74 aktuell overall, hat 3 Sterne Weak Foot, 2 Sterne Skill Moves, nicht so ganz wichtig. Ist ordentlich schnell, 68 Acceleration, das ist jetzt nicht besonders schnell, aber es ist in Ordnung. Ich denke mal, es gibt langsame Innenverteidiger, gute Sprungwerte, Stamina sehr gut, Stärke sehr gut. Also von daher, das sind alles sehr gute Spieler, die ich bisher jetzt hier so aufgelistet habe. Auf jeden Fall sehr interessante Spieler. Und ich bin jetzt echt wirklich ganz stark am Überlegen, welchen wir uns eventuell davon, also ich will mir vielleicht einen davon holen. Und ich überlege, ob wir vielleicht einen Flügelspieler holen. Und wer hat mir eigentlich am besten gefallen? Das ist echt eine schwierige Frage. Eigentlich hat mir am besten gefallen der Lemar. Thomas Lemar hat mir am besten gefallen. Ist aber sehr, sehr, sehr teuer. Ich könnte eine Anfrage machen. Wird wahrscheinlich aber, oder ich kann auch einfach ihn ein Angebot machen. Er hat halt nur 3 Sterne Skill Boosts, was vielleicht nicht so mega geil ist, aber ja, man könnte es natürlich probieren. Ich kann natürlich ein Kaufangebot machen, wir gucken mal. Er will ein Gehalt von 40.000, das ist auf jeden Fall nicht wenig, wenn wir den uns holen wollten. Die wollen jede Menge Kohle. Ich kann einfach mal ganz, ganz billig einfach anfragen. Einfach mal so probieren, 5 Millionen. Wenn sie auf jeden Fall sagen, nee, Junge, das gibt's nicht. Wer hat mir denn noch sehr es angetan? Wenn wir einen ganz schnellen wollen, wäre es Milo Rischka. Wäre sehr interessant. 3 Sterne Skill Moves, 4 Sterne Weak Foot, ist auf jeden Fall nicht schlecht. 72 Finishing, war nicht schlecht. Mbappe sieht auch nicht so verkehrt aus. 3,1 Millionen Marktwert. Da wollen sie, glaube ich, ich habe es vorhin ein bisschen herumgespielt, ein bisschen getestet, wahrscheinlich auch mehr haben. Können wir mal Mbappe mal ein Angebot machen? Einfach mal um zu gucken. 17 Jahre alt. Ich muss halt ein bisschen Kohle in der Hinterhand behalten. Wir kriegen ja auch noch ein bisschen Kohle rein. Nochmal 3,5 Millionen als Angebot. Ist ein sporadischer Spieler. Und für Rischka würde ich auch noch ein Angebot machen. Ich würde mich offensiv versuchen, so ein bisschen zu verbessern. Das ist so der Marktwert, der hier stand. So. Erst einmal abchecken, was die da so machen. Das sind ordentliche Spieler, ne? Die kann man so mal mitnehmen, denke ich. Dann sollen wir uns auf jeden Fall auf das Training konzentrieren. Und pushen wir mal Derrea, El Rondo, warum nicht, dass er auch defensiv besser wird. Dann möchte ich noch was dazu holen. Ihr habt es eben gerade schon gesehen. Und zwar Karriere, Intensivtraining, Trainerkarriere. Heißt, 5 Trainingseinheiten werden doppelt so gut. Und das lassen wir mal hier reinhauen. Alles simulieren. Auf jeden Fall ist das nicht verkehrt, denke ich mal, wenn wir da... Oh, ho, 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 ho. Das war eine gute Einheit. Also 2x A, 1x B, D und F, okay, aber A und B sind immer schön. Dann einmal vorspielen und gucken, ob wir vielleicht Angebote oder irgendwas reinkommen. Caddy möchte uns was fragen. Rotieren Sie mal ein bisschen. Ich guck mal.
Wir haben auf jeden Fall das nächste Spiel gegen Sheffield. Sheffield ist unser Gegner. Ich überlege, mit was laufen wir da auf? Wollen wir das locker mit der 5er Abwehr probieren oder wollen wir ruhig offensiv gehen? Ich glaube, ich probiere es mit dem 4-3-3 offensiv. Oder halten eigentlich ist es eher, ne? Aber na. Schauen wir uns mal an. Wir sind zu Hause gegen Sheffield. Wir wollen auf jeden Fall so viel Kohle wie möglich mitnehmen, dass wir uns einen guten Scout leisten können. Balotelli holt das 1-1 wieder raus. Sehr gut. Dante. Oh, Elfmeter verschossen beim Gegner. Okay. Kommt schon. Ihr schafft das, Jungs. Haut was raus. 2-1. Ich kenne unsere Jungs noch nicht, deswegen habe ich es nicht ganz erkannt. Da ist das 3-1. Sehr schön. Und Le Bihan. Bihan kriegt eine gelbe Karte. Okay, das erste Spiel, das wir hier schon mal geschafft haben. Oh, 5,5 Millionen. Wollten sie annehmen. Oh. Okay. Das ist interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie das direkt annehmen. Er ist eine 74. Rotation würde ich ihn erstmal vielleicht anbieten. Weiß ich nicht, ob er das annimmt. Gucken wir mal. Will ihn noch nicht zu viel machen. Und Monaco hat für Mbappe gesagt 6 Millionen. Ich habe 3,5 geboten. 4,5. Ich versuche das mal ein bisschen runter zu handeln. Fünfmal insgesamt doppelte Ergebnisse in Anführungsstrichen. Sehr schön, Jungs. Sehr, sehr, sehr schön. Monaco lehnt ab, dass er mehr wert ist. Ja, Thomas Lemar, 87er Potenzial. 5 Millionen, das wird schwierig. Er hat halt 13 Millionen Marktwert schon. Das wird wohl nichts. Ich würde mal sagen 500.000. Er ist nämlich 22 Jahre alt, nur 61er Gesamtbewertung. Das muss nicht sein, Freunde. So, Lurie, ein Jahr Laie. Jo, viel Spaß. Nicht vergessen, hier zu schauen, ob wir vielleicht neue, gute Scouts haben. Es sieht nicht danach aus, hat sich gerade noch nichts getan. Eigentlich dachte ich, dass sie einmal in der Woche sich so ändern. Einen bestimmten Spielertyp zu finden. Das heißt, wenn man alles sucht, dann ist es egal. Oder wenn man Goalkeeper sucht, ist Erfahrung egal. Dann kommt es nur aufs Einschätzen an. Will ich den Vierer nehmen oder hoffe ich auf den Fünfer? Kann ruhig einen Vierer erstmal holen. Und da ein Scouting-Netzwerk aufbauen. Jetzt ist die Frage, wo machen wir das? Wir sind ja in Frankreich. Warum sollten wir nicht auch im eigenen Land irgendwie ein bisschen was suchen? Französische Talente. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir? Meine Idee wäre es, dass wir am Anfang mal Torhüter suchen. 3 Monate lang Torhüter. Richtig gute Torhüter. Dann muss ich mich nochmal korrigieren. Deutschland. Torhüter suchen. Aus dem Grund, dass wir die sehr stark pushen können und dann für die zweite Saison irgendwie verkaufen können oder sie eben auch selbst nutzen, das würde uns sehr viel Kohle bringen, weil man die halt sehr schnell sehr hoch bringen kann. Das heißt, wir suchen einmal eben hiermit nach Torhütern. Ja, dann ist das nächste Spiel dran gegen West Bromwich. Ich glaube, wir probieren mal die 5-3-2. West Brom ist mit Burnley punktgleich. Ein Platz hinter uns. Ja, sollte eigentlich ganz okay sein. Probieren wir es mal, ob wir mit der Formation gut auflaufen. So, auch diesmal bin ich wieder guter Dinge. Wir sind zwar auswärts, aber das kann trotzdem hier alles klappen. Balotelli legt los. 1-0. Wunderbar. Und da sieht er schon wieder gelb. Pociello auch. Oh Mann, bei uns passiert hier sehr, sehr viel. Gegnerische Seite noch nicht so viel. Leko, Balotelli verletzt. Natürlich. Es läuft gerade nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe eigentlich gedacht, da geht noch mehr. Donis kommt rein für Balotelli. Okay. Dalbert, wunderbar. Dann wollen wir mal schauen, wie lange ist Balotelli verletzt? 7 Tage, ach, das geht. So, 4,5 Millionen. Mbappe wird akzeptiert. Können wir ruhig machen. Sporadischer Spieler, ja. 28-jähriger, 78. Er ist eigentlich unser Stammspieler, ne? Wenn wir auf 18 Millionen eingehen, dann haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, uns was Junges, Frisches zu holen. Er akzeptiert es. Okay, das heißt, wir haben gleich nicht mehr viel Kohle, aber wir haben ja noch das Turnier. Das heißt, da können wir die Kohle ein bisschen rausholen. So, Nationaltrainer und Botman erhalten. Sehr gut.
3,9 Millionen. Da wollen wir es ein bisschen mal hochschrauben. Ich würde sagen, sagen Sie 5 Millionen. So, und das wird auch akzeptiert. Jawohl. Haben wir noch 2,6 Millionen. Eventuell kriegen wir noch richtig Kohle rein. Linken Flügel haben wir dazu bekommen. Aber der soll ja eigentlich auch weg, ne? Das ist ja eigentlich der Plan. Da müssen wir nicht mit dem rechnen. Also Burnley ist auf Platz 2. Wir spielen zu Hause. Hoffen natürlich jetzt, ein sauberes Match abzuliefern. Dante mit dem 1-0, schön reingenickt wahrscheinlich. Bei einer Ecke direkt zu Beginn in der 4. Minute. Cuciello sieht rot. Ach, du glaubst es nicht. Das ist ärgerlich. Dalbert mit dem 2-0. Der ist ja eigentlich sehr, sehr wichtig für uns. Zumindest denke ich das. Aus dem Grund, da der 3-0, wunderbar. Naja, er wird sich auf jeden Fall noch sehr gut entwickeln. Und wenn er dann Spielzeit verliert, ist das echt sehr schade. Aber na gut. Trainingseinheiten, weiter geht's. Wir sind 5-mal gleich durch, also das ist das 3. Training jetzt. Sehr gut, das ist alles sehr in Ordnung. Dann einmal kurz geschaut. Turnierpreisgeld 1,3 Millionen geht schon mal dazu. 2 Spiele hat er jetzt Sperre. Was? Das heißt bis ins Finale oder wie? Leider ist uns nicht so viel wert. Bot mehr 4,5 Millionen. Ja. Ich meine, das ist sein Marktwert. Machen wir. Ich habe 5 Millionen gesagt, sie sagen 4,5. In Ordnung. Ja, machen wir mal. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann spielen wir das, was ist das? Halbfinale, sehr gut. So, wieder zu Hause. Das ist sehr schön. Das läuft in der Regel besser als auswärts. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe oder ausgesprochen, da wird es natürlich genau umgekehrt laufen. Da macht Trabzonspor uns auch fertig. Aber bisher nur eine gelbe Karte für Kara. Dalbert auch gelb. Und Mbappe macht das 1-0. Dann Belhanda mit dem 2-0. Super. Das ist doch schön. Und Erdogan wird eingewechselt. Na, da müssen wir ja aufpassen. Und das geht locker durch. Schönes 2-0. Ich kriege auf jeden Fall noch 3 Millionen dazu, was sehr gut ist. Wird eingerichtet. Ja, sehr gut. Ich überlege, ob wir vielleicht noch einen weiteren Scout dazu holen, weil wir haben ja ein bisschen Kohle. Und einschätzen. Oh. 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 Den Österreicher. Soll ich mir den Österreicher holen? Ja. Mache ich. Wir gehen auf den 2. Scout. Netzwerk aufbauen. Da lasse ich jetzt mal ein bisschen was in Spanien mir scouten. Und jetzt ist echt die Frage, was mache ich da? Ich glaube, ich gehe mal auf Flügelspieler. Haben wir die hier irgendwo? Flügelstürmer. Da gibt es sehr schnelle Stürmer, die man dann letztendlich nur noch ein bisschen im Abschluss und so weiter trainieren muss, aber die sind halt super schnell. Das, denke ich, ist super nice. Gucken wir mal. Die beiden lassen wir jetzt hier mal so laufen. So, das sieht soweit gut aus. Und mit dem 4-2-3-1, finde ich, fahren wir auch in Ordnung. So, ich habe mir überlegt, wir simulieren auch das Spiel. Ich werde auf jeden Fall, wenn es in der Liga geht, auch mehr Spiele spielen. Ich werde nicht viel simulieren, weil wir ja eher eine schwächere Mannschaft sind. Das heißt, wir müssen mehr spielen. Und es steht im Moment noch 1-0. Beinahe wäre es sogar noch ein 2-0 geworden für uns. Also 0-2. Colback verletzt sich. Newcastle liegt hinten. Oh Mann, 50 Minuten gespielt. Ist es das? Werden wir Sieger? Ich habe echt gerade richtig gute Laune, wenn das hier so weitergeht. Mitrovic sieht gelb. 5 Minuten, jetzt keine Verlängerung, nichts. Jawohl, 1-0. Ganz knapp gewonnen. Das ist wunderbar. Jetzt hier das 4. Training mit Doppelpensum in Anführungsstrichen. Und sehr schöne Noten. Player auf die 79 hoch, Perea auf die 80. Sehr gut. Und Cuciello müsste jetzt nicht mehr gesperrt sein, ne? Turnierpreis hier nochmal 3,7 Millionen. Nice. Sehr gut, da sind sie auch zufrieden. Glückwunsch zum Gewinn des Endspiels beim European International Cup Wettbewerb. Dass wir so weit gekommen sind im Turnier, hat allen gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Davon wird die gesamte Organisation profitieren. Wir freuen uns schon, sie zum Saisonstart in Aktion zu sehen. Wir hoffen, dass sie die Mannschaft mit dem zusätzlichen Transferbudget noch weiter verbessern können. So, Sperre ist abgelaufen, in Ordnung. Und was die Position von Botman betrifft, da wird er gerne spielen. Jo. Er ist halt auch ein ZDM, das ist komplett richtig. So, Training. Müsste die letzte Doppeleinheiten-Trainingsgeschichte sein. Und wir gucken, ob das jetzt hier gut läuft.
Ja, sah sehr gut. Ein so krasses Training, aber doch eine 72 ist in Ordnung. Da verbessert er sich. Nicht ganz verdoppeln. Das, deren Angebot nicht ganz verdoppelt. So. 1,4. 2 Millionen sagt, dann geht's. Dann würde ich noch sagen, ist okay, ist ein bisschen mehr als der Marktwert, aber sonst ist das viel zu wenig Asche. Eigentlich können die noch ein bisschen, ne? Da geht noch ein bisschen was. Komm. Ihr könnt noch ein bisschen. Ihr seid auf jeden Fall gute Jungs. Und das war jetzt nicht die allerschönste Einheit, aber ist okay. Deckung geht hoch bei Cuzziello. Rosetti, 1,7 Millionen. Hat auch mehr Marktwert. Inzwischen. Hatte sie nämlich gerade verbessert. Weil es ja gerade Monatsanfang ist. Wir gucken also nochmal. Teambericht. Und schauen wir mal, ob sich irgendwer hier stark verbessert hat. Wir sortieren ruhig nach den Positionen. Also erstmal der erste Keeper. 77er Gesamtbewertung. Hassen. Ja, da tut sich ein bisschen was. Ganz leicht. Perea, den pushe ich ein bisschen selbst. Sehr schnell, sehr gut. Hier geht auch ein wenig. Base. Ja, warum nicht? Dante baut ab. Wie zu erwarten. Ja. Okay. Saar hat jetzt eine 72. Hat er das eben auch schon gehabt die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Hab nicht ganz drauf geachtet. Oskali fällt ein bisschen zurück, weil ich ihn nicht trainiere. Lori ist ja verliehen. Dalbert ist ein ordentlicher Spieler. Linksverteidiger sehr, 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 sehr schnell. Ist sehr gut, gefällt mir. Der kann noch ein bisschen. 66, ja, geht auf jeden Fall was. Seri hat die 80 jetzt. Sieht auch wunderbar aus. Also richtig gute Werte, sehr schön. Cuzziello auch sehr gut. Macht er wunderbar. Walter, ja. Cyprian, wie auch immer er heißt, entwickelt sich auch sehr gut. Genau, wir haben halt wenig für die Flügel. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Vielleicht können wir da was machen. Rashica hat plus 1. Yo. 95 Antritt. Der ist schnell über die Außen. Das geht ab. Er ist hier nicht ganz so schnell, aber hat sich auf jeden Fall schon verbessert durch unser Training. Balotelli auch nochmal plus 1. Wunderbar. Caddy, ja, meinetwegen. Donis, yo, sieht in Ordnung aus. Puel, konstant. Wunderbar. Alexi Bosetti hat auch nochmal plus 1 trainiert. Sehr schön. Und da haben wir Mbappe. Gefällt mir auch. Ja, geht hoch. Korten, yo. Wunderbar. Also Verbesserungen sind auf jeden Fall vorhanden. 450. 22, 16, 61er Gesamtbewertung. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Mit 22 Jahren. So, wir haben Scouting. Wir haben Scouting und es müssten jetzt die Torhüter sein, richtig? Ja, Torwart, alles Torwart. Die ich auf jeden Fall ablehne. Und bei dem hier weiß ich noch nicht, aber das sieht gut aus. 17 Jahre. 73 bis 94, doch. Verpflichten wir mal. Bei dem hier weiß ich noch nicht. Ist nicht so viel wert, alles klar. Gut. Und die schwere Einheit. Und wen muss ich auch nicht unbedingt trainieren so sehr? Defensive. Das hier muss nicht unbedingt sein. Das heißt, auch hier der Torhüter. Der zweite. Und da kriegt er das. Wunderbar. Und da bin ich mal gespannt, wie der sich jetzt mit der Zeit entwickelt. Ja, geht gut los. Stellungsspiel geht nach oben. In Ordnung. Sehr schön. So, Spiele verkauft. In Ordnung. Dass uns nicht so viel wert ist. Alles klar. Geänderte Spieltermine. Aha. Neues Scouting-Update kriegen. Sehr schön. Ich habe in Spanien was gesucht. Flügelspieler. Ja. Okay. Da sind auf jeden Fall gute Spieler bei. Der hier wird abgelehnt. Ich würde ihn mal schauen. Sind auf jeden Fall flotte Typen dabei. '48 bis '66, das ist gar nicht schlecht. '51 bis '67. Ich werde ihn auf jeden Fall mal verpflichten. Und ja, ich würde den Rest mal. Er wäre ja auf jeden Fall sehr offensiver Typ, ne? Ja, könnte ein Stürmer oder sowas eventuell sein.
66. Glaube ich, guck mir den nochmal an, weil er ist 15. Ja, nehmen wir mit, die anderen beiden noch ein bisschen weiter beobachten. So, und ein Transferangebot für Player. Da würde ich mal sagen, direkt nein. Der wird sich erstmal hier bei uns halten. Das heißt, jetzt wird es Zeit, das Match zu spielen. Das erste Match für diese Saison. Er möchte auf jeden Fall rein. Ich denke, das wird er wird auch eingewechselt werden. Und das schauen wir jetzt mal an. Ich werde im 4-2-3-1 spielen, genau so. Und dann hoffe ich, dass wir gegen Rennes das Rennen machen. Bis gleich. So, wir legen los. OGC Nizza gegen Start Rennes. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall Daumen nach oben für die bisherige Transfersaison, soweit wie sie war. Und dann gucken wir, wie es läuft. Bis gleich im Match. Okay, es geht los. Erstes Match bei uns zu Hause im Stadion. Ich hätte es vielleicht umbenennen sollen, statt Waldstadion. Aber na gut. Mario Balotelli. Es ist sehr schattig hier, ne? Ich kann die Spieler kaum sehen, aber da oben haben wir ein bisschen Sonne. Okay, wir gehen offensiv mit hohem Druck. Ah, ein bisschen eingerostet, habe ich das Gefühl. Spiel zum Keeper zurück. Und der drischt die Pille direkt nach vorn. Gut. Oh, das ist unser Ballo. Und das Ding ist direkt drin. Ich weiß nicht, wer es ist. Cuzziello. Sehr schön. Das 1:0. Wunderbar. Ging gar nicht auf den ich spielen wollte, aber er kriegt das Ding auch runter. Und damit führen wir. Belhanda. Ja, hier. Sehr schön, Nico. Wir gehen in Führung. Vincent, Cuzziello. Das 1:0. Das ist ein sehr schöner Start, oder was? Okay. Also, ich guck mal, wenn es nachher doch zu gut läuft bei uns. Ich weiß gar nicht, welchen Platz wir einnehmen sollen. Werde ich auf Legende dann hochstellen. Am Anfang möchte ich bei einer neuen Mannschaft, mit der ich überhaupt noch nicht vertraut bin, noch nicht gleich den höchsten Schwierigkeitsgrad, weil das ist dann eher des Todes-Spiel. Oh nein. Gut. Der ist einfach nur geradeaus gelaufen. Ich bin immer an ihm vorbeigelaufen. Sehr schöne Aktion. Jetzt gibt's hier die Ecke. Da muss das Ding weg. Und nach vorne. Ups. Nö, es wird einfach nur gezeigt, wo geschossen werden darf. Da war echt eine gute Möglichkeit. Steht eigentlich im Prinzip frei, will aber Volley das Ding reinhauen und schießt den natürlich in die Wolken. Oh. Okay. Wunderbar. Ja. Und auf dem Flügel. Wunderschön. Juhu! An die Latte. Sehr schön. Super gemacht. Flanke kam und er ist sogar richtig rangekommen. Wahnsinn. Sehr gut. Sehr schön, Jungs. Ihr macht das auf jeden Fall gar nicht schlecht. Ja. Ja. Zum Glück nicht reingegangen, ey. Das wäre es noch gewesen. Okay, wie sieht's denn soweit aus? 5-6 Schüsse. Ja. Aber ich liege in Führung. Also von daher ist das alles in Ordnung. Ja, Seri. Foul. Ja, weiß ich nicht genau. Will ich wechseln? Noch nicht. Hä? Was?
Ich wurde an der Eckfahne. Was? Ich wurde gerade in der Eckfahne umgehauen. Und jetzt gibt's Freistoß bei mir vorm Strafraum? Was? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann nicht mehr sprechen, weil ich gerade husten muss. Oh, schönes Ding, Mario Balotelli. Da kommt er. Der neue Mann. Oh. Eieiei. Da ärgert er sich. Da ärgert er sich. Aber sehr schön gelaufen. Sehr schön. Oh. Oh. Damn it. Foul. Oh, gut gehalten. Gut, Dante kriegt nochmal gelb. Ja. Ich kam nicht ran. Das ist echt extrem schwierig. Die können halt so agil laufen und ich weiß nicht, wo ich da hin soll. Wieder einmal. Nein! Ah! Es war sogar der Torhüter vorne. Ich habe den Ball einfach nicht gekriegt. Schade. Aber wir gewinnen das erste Spiel. Es steht 1-0. Und dann bin ich echt sehr zufrieden. 8-7 Schüsse. Relativ ausgeglichen, aber wir haben am Ende gewonnen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, es heißt wieder Training. Und ja, da wollen wir einmal die Jungs hier wieder durchtrainieren. Der Horn, der macht auf jeden Fall ein bisschen was. Alles klar. Geht gut ab. Geht auf jeden Fall gut ab. Da haben wir kurz geschaut. Nachrichten, letzte Partie. Danke, dass Sie mich eingesetzt haben. Ja, gut. Kurz auf den Kalender geschaut. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Kohle. 13, irgendwas Millionen. Das heißt, ihr habt jetzt immer noch die Chance, so ein bisschen Vorschläge zu machen, ob ich jetzt wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur noch Jugendstart machen soll oder ob ich wirklich noch ein bisschen mir was überlegen soll. Ich könnte noch einen weiteren Trainer holen. Zum Beispiel ihn hier. Könnte ich noch machen. Wäre für mich eine Idee, dass ich komplett durchballer mit den Scouts. Könnt ihr mir gerne jetzt in die Kommentare reinschreiben, soll ich durchballern oder was soll ich machen? Deswegen unterbreche ich jetzt hier erstmal die Folge. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe jetzt erstmal gut eine Stunde aufgenommen. Ich denke, das sollte in Ordnung sein für eine Folge. Die werde ich auch schön zusammenschneiden und so weiter. Und ja, dann bin ich gespannt. Daumen nach oben da lassen, gerne Kommentare dazu reinschreiben. Und dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.